Nachdem das Lustspiel der Floh im Ohr ausgesprochen gut ankam, entschloss sich Sandler ein Jahr später, 1970, wieder einen Fedot zu bringen. Monsieur Chasse oder Wie man Hasen jagt, stand dem Floh im Ohr in keiner Weise nach. Jagst du wieder mit deinem Freund Kasan? Ja, natürlich, wie immer. Du weißt doch, er rührt sich kaum von seinem Landsitz weg. Das glaube ich. Dort kann er seinen Ehekrach vergessen. Was heißt Ehekrach? Die gute Frau. Sie hatte wenigstens einen Liebhaber. Warum sagst du wenigstens einen Liebhaber? Das sieht doch so aus, als wolltest du ihr mehrere unterschieben. Wieso? Ich habe ja nicht gesagt, sie hatte wenigstens einen Liebhaber, sondern sie hatte wenigstens einen Liebhaber. Das ist ein Unterschied. Offenbar bin ich nicht fähig, deine Finessen zu verstehen. Sein ganzes Vergnügen, die einzige Freiheit, die er sich gönnt, ist die Jagd. Ich weiß. Und die Jagd tatsächlich um der Jagd willen. Es gibt nämlich Ehemänner, die angeblich leidenschaftliche Jäger sind. Und dabei ist die Jagd für sie nur ein Vorwand, um auf Liebesabenteuer auszugehen. Sie sagen, ich gehe auf die Jagd, doch kaum sind sie aus dem Haus. Gewiss, aber nicht eher. Nein, eher nicht. Manchmal zwar habe ich mich gefragt, sollte mein Freund Duchotel etwa auch? Doch nein, es ist ausgeschlossen. Ich brauchte ihn nur zu beobachten, wenn er von der Jagd zurückkam, und ich war von seiner Unschuld völlig überzeugt. Nicht wahr? Zweifellos. Und doch konnte ich mir Verschiedenes nicht erklären. Ich dachte, wenn er sich dennoch etwas vorzuwerfen hätte. Aber dann musste ich mir sagen, nein, solche Dinge tut er nicht. Wie? Was? Von welchen Dingen reden Sie? Ich weiß nicht. Neulich zum Beispiel brachte er in seiner Tasche Hasen und Kaninchen mit. Na und? Na und? Es ist eine bekannte Tatsache. Wo es Hasen gibt, hat es keine Kaninchen. Und wo es Kaninchen hat, gibt es keine Hasen. Woher wissen Sie das? Lesen Sie in Bremen nach. Diese Nagetiere trifft man nur an einem Ort beisammen. Vielleicht hat er gerade dort gejagt? Möglich. Beim Wildbrethändler. Daneben gab es mit Peter Lux, Hadrian der Siebte, das Traumerlebnis eines verkrachten Theologiestudenten. Ich bin nicht das einzige Mitglied des Heiligen Kollegiums, das findet, eure Heiligkeit benehmen sei, nun ja, ein wenig ungewöhnlich und arrogant. Ungewöhnlich, oh, das hoffen wir von ganzem Herzen. Aber arrogant? Wir können es nicht als arrogant bezeichnen, dass wir versucht haben, euch über unsere Vorstellungen zu unterrichten. Was also, heiliger Vater, wünschen Sie von mir? Wir wünschen, dass Sie im Geist unserer Führung und Worte handeln, damit England ein gutes, nicht ein schlechtes Beispiel an seinen englischen Katholiken habe, mehr nicht. Englischer Papst, Adrian der Siebte, englischer Papst. Er war müde, zermürbt. Durch Monate, nein, Jahre, Jahrzehnte des Hoffens, der Einsamkeit, der nicht belohnten Arbeit. Englischer Papst, Hadrian der Siebte. Sie wollen meine Seele retten, Sie! Cherry, setz dich, bitte! Du kotzt mich an, du dreckige Kanaille! Cherry! Nein, ist die Rache, sagt der Herr! Halleluja! Jerry! Jerry! Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hadrian der Siebente wurde 1971 wiederholt und bildete gemeinsam mit dem Lustspiel Das Geld liegt auf der Bank von Kurt Flatow die vorerst letzte Spielsaison auf dem Petersberg.
wirklich nichts zu sagen? Was wollen Sie denn hören, Herr Kommissar? Die Wahrheit. Welche Bank soll ich denn diesmal ausgeräumt haben? Woher weißt du denn überhaupt, dass es sich um eine Bank handelt? Ja, wollen Sie nicht doch vielleicht ein Stück Torte, Herr Kommissar? Meine Frau macht immer so glänzende Füllungen. Morgen, Kinder! Morgen, Papi! Warte, ich helfe dir. Ja, wozu? Ihr tut ja gerade so, als ob ich alt bin. Tag, Großer, ich bin 80. Was sagst du dazu? Meine herzlichsten Glückwünsche, Papi. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Danke dir. Papi, brauchst du vielleicht Geld? Du kannst von mir so viel haben, wie du willst. Wieso? Ich hab doch genug. Ja, warum willst du denn dann unbedingt in eine Bank einbrechen? Aber man hat doch seinen Ehrgeiz. Geld spielt doch keine Rolle für mich. Wenn du glaubst, dass du so viel Zeit hast, du bist heute 80 Jahre geworden. Also bereits im 81. Da muss man doch mit allem rechnen. Und nun stell dir mal vor, du suchst jetzt in aller Ruhe eine Bank und bereitest alles vor, sorgfältig, ein ganzes halbes Jahr lang. Wenn es dann soweit ist, dann wirst du plötzlich krank. Das kann doch passieren in deinem Alter. Oder du schließt die Augen. Für immer. Alles umsonst. Ihr könnt einem aber auch jede Freude nehmen. Dann überleg doch nicht lange. Lass dir doch mal von deinen Söhnen helfen. Wir machen die Sache zusammen. Abgemacht, schlag ein, Boss. Abgemacht? Also gut. Abgemacht. Dass ich noch einmal mit meinen beiden Söhnen nachruhe, das hätte ich mir in meinem ganzen Leben nicht träumen lassen.